Mein Name ist Ter Graf, ich bin der Sänger von Unheilig und wir spielen heute auf der großen Bühne. Das allererste Mal dieses, also überhaupt in meiner ganzen musikalischen Karriere, bin da recht stolz und froh drüber, hab mir das immer so also gewünscht. Und ja, wir sind heute auf dem Mera Luna 2008 und ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, also für mich ist das schon was ganz Besonderes. Ich kann mich daran erinnern, beim ersten Mera Luna haben wir noch im Hangar gespielt. Das war irgendwann um die Mittagszeit, so 2, 3, 4 Uhr oder sowas. Und dann, als ich zum ersten Mal die große Bühne gesehen habe, da habe ich mir gedacht, Mensch, also irgendwann willst du da auch mal spielen. Und heute ist das schon toll, wenn man die dann schon so sieht. Ich habe jetzt auch schon auf ein paar größeren Bühnen mittlerweile gespielt, aber war halt immer auch so, ich möchte gerne auch mal auf Mera Luna auf der großen spielen. Ja, das ist so ein bisschen... Ja, Lampenfieber ist da, ganz klar, ein bisschen mulmiges Gefühl im Bauch, aber im Grunde genommen ein schönes Gefühl. Also ist jetzt nicht, was mich irgendwie stört oder so, sondern es ist so eine große Erwartung irgendwie. Also grundsätzlich sieht es ja so, auf einer Tour hast du ja immer mehr Möglichkeiten alleine von der Zeit her. Da kannst du ja locker mal über 2 Stunden spielen. Bei den Festivals ist es ja immer so, da kriegt man die Zeiten ja vorgegeben und da muss man sich dann auch so dran orientieren. Das machen wir natürlich auch. Und da muss man leider immer die Lieder oder das komplette Programm immer recht kürzen. Und da muss man es immer reduzieren auf die Lieder, wo man sich vorstellt, was die Fans am liebsten hören würden. Und da ist man also ganz schnell immer bei einer Stunde. Und es ist im Grunde genommen ein ähnliches Programm wie bei der Tour. Ich sag mal, die ganzen Highlights der Tour sind auf jeden Fall immer bei den kompletten Festivals dabei und heute natürlich auch. Ja. Also bisher war es immer so, wir haben ja so, in dem Fanclub gibt es einen Street, so heißt das glaube ich, wo die Fans sich immer die Lieder auch wünschen. Und da gucke ich also immer mal rein. Oder wenn man das so hört bei den Fantreffen, was sie sich gerne wünschen, was man so spielen will. Gut, wenn es natürlich danach ging, dann wird man 4 Stunden oder 2 Tage spielen. Also ich habe da aber auch gar kein Problem mit, was die sich so vorstellen und was die sich so wünschen. Meistens ist es dann so, es deckt sich ziemlich mit den Wünschen meinerseits auch, wobei ich meine Wünsche persönlich immer ganz zum Schluss anstelle. Also ich weiß zum Beispiel, viele können sich kein Konzert vorstellen ohne meinen Stern, ohne Astronaut. Jetzt natürlich durch das neue Album Spiegelbild oder An deiner Seite auch. Zum Schluss muss einfach Maschine da sein und Freiheit. Und wenn man die ganzen Lieder so zusammenrechnet, dann hast du ganz schnell eine Stunde voll. Aber das ist auch okay so. Viele, bei der nächsten Tour jetzt im Herbst wollen wir es also so machen. Da habe ich mir schon gedacht, mal ein paar Lieder auch nochmal anders spielen, damit sich diese Tour von der Puppenspielertour alleine schon mal unterscheidet. Aber das deckt sich auch immer mit den Wünschen der Fans. Also ich habe da gar kein Problem mit, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, wenn man mir sagt, was man ungefähr hören will, weil dann weiß ich auch, was ich da machen kann. Also bei mir ist so, ich habe immer so meine 4, 5 Punkte vorne in der ersten Reihe und auch in den Reihen dahinter und dann auch ganz hinten. Ich habe immer so ein paar Punkte, die ich immer anschaue. Ich brauche das auch und suche mir auch Leute, die ich mittlerweile auch schon kenne, weil ich weiß, die strahlen einen an, die bringen auch direkt was Positives dann noch rüber. Wenn man jetzt jemanden anguckt, vielleicht der auf die Band danach oder davor wartet, der mit mir gar nichts anfangen kann und der guckt mich mürrisch an und ich stehe dann da oben und will eine Begeisterung rüberbringen, ist das schon schwer. Also daher suche ich mir auch wirklich Leute, die mich auch so richtig anschauen und wo ich dann auch weiß, da kannst du dann auch auf die komplette Menschenmasse dann mit überspringen. Also viele, viele Gesichter kann ich mir schon merken. Und die sehe ich dann nachher meistens immer bei der Autogrammstunde. Freue mich dann auch, wenn die dann kommen. Dann weiß ich, und die Frau aus der ersten Reihe oder so. Das ist dann so schon ganz schön, wenn man dann irgendwie dann wieder so eine Art Erinnerung dann auch daran hat. Also das für die Dasein macht mir schon Spaß, muss ich schon sagen. Ich bin auch ein Typ, der das auch braucht. Also wenn ich nicht zu den Leuten hingehen könnte, würde mir was fehlen. Es ist natürlich in einer gewissen Weise so, wenn du da jetzt 4 bis 5 Stunden lang stehst und Autogramme gibst, würde ich lügen, wenn ich sage, ich bin danach nicht fertig. Das ist ganz klar, das ist man immer. Aber mir macht das Spaß und ich brauche das auch. Wenn ich das nicht hätte, würde ich keine Musik mehr machen. Weil das gehört für mich dazu. Weil ich bin eigentlich so ein Mensch, der ansonsten sehr zurückgezogen lebt, auch keinen großen Freundeskreis hat und wenig unter Menschen ist. Und ich bin wirklich meistens bei den ganzen Festivals oder auf Tour unter den Leuten.
Und ich brauche das dann auch. Ich bin einer, der irgendwie Wochen und Monate alleine im Studio sitzt oder so und dann da meine Lieder schreibe. Und ansonsten habe ich keinen großen Kontakt in irgendwelche großen Freundeskreise. Ist alles bei mir recht klein. Aber daher genieße ich das schon sehr. Allerdings, wenn man dann ziemlich überdreht auf mich zukommt und so total begeisternd ist, das ist mir dann auch manchmal sehr, sehr peinlich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen kann oder umgehen soll, weil ich denke mir, ey, ich bin auch noch ein ganz normaler Mensch. Aber manche übertreiben das ja so, ach, da ist jetzt der Graf oder so, da denke ich dann auch so, ja, aber heute Morgen sah ich auch so zerknittert aus und musste auch erstmal wach werden. Also mir ist das immer lieber, wenn man mich ganz normal behandelt. Also ich will dann gar nicht so gefeiert werden oder so. Lieber zurückgezogen ist mir also dann schon lieber. Nee, also ich habe ein Pseudonym gewählt, um eben mein Privatleben auch zu schützen. Ich kann also durch dieses Pseudonym, kann ich ja selber entscheiden, wie weit ich auf die Leute zugehe. Wenn jetzt jeder meinen Namen wüsste und jeder wüsste, wo ich wohne, würde man mich ja verfolgen können bis zum Ende. Und so kann ich selber entscheiden, wie viel ich von mir persönlich selber preisgebe und wie ich auf die Leute zugehe. Weil dann, wenn ich mich zurückziehe, weiß keiner, wer ich eben bin. Und dann, das gibt mir auch ein gewisses Gefühl der Sicherheit, wo ich einfach auch weiß, ich kann auch von mir aus einfach auf die Leute zugehen, weil ich halt selber entscheiden kann, wie weit ich gehen kann. Der Graf hat eigentlich im Grunde genommen gar nichts damit zu tun, dass das jetzt ein Graf ist oder so. Es bringt natürlich für so gerade live auch eine gewisse Mystik mit rüber, um die Lieder auch rüberzubringen oder so. Aber ich gehe auch nachher zu den Leuten hin, damit die sehen, das ist ein ganz normaler Typ. Dass das eben kein abgehobener Typ ist. Und also daher ist das Pseudonym eigentlich schon entstanden, mehr aus dem Schützen der Privatsphäre. Boah, das ist ganz schlimm. Also ich kann auch nicht gut mit Kritik umgehen. Also das hat auch gar nichts mit demjenigen zu tun, der sie dann macht oder so. Das ist grundsätzlich so, weil ich bin da so drin und ich bin so verliebt in allem und bin erstmal sowas von nervös, wenn du was rausgibst. Na klar, du musst mit Kritik rechnen. Jeder Künstler lebt ja auch von der Kritik und kann ja auch dadurch wachsen. Aber es tut trotzdem oft weh und man braucht eine gewisse Zeit, bis man es versteht. Ich kann es am Anfang meistens nie verstehen. Aber dann, wenn man dann so mit einem gewissen Abstand drauf guckt, dann denkt man, na, da war doch mal einer, der hat das und das gesagt. Eigentlich hat er ja recht gehabt. Oder hätte er ja auch in einer gewissen Weise, oder wenn ein Fan mir was sagt, denke ich mir auch so, hättest du vielleicht anders machen können oder so. Also ich kann die Kritik meistens immer erst später annehmen, weil am Anfang ist das noch zu frisch. Aber jetzt ist alles okay. Also wenn du jetzt Kritik hast, kannst du mir die sagen. Nee, also bei mir ist so, ich kann nur in der Sprache schreiben, wo ich auch drin also träume. Also ich will auch gar keine Geschichten verstecken in den Liedern. Also wer mich privat kennenlernen will, braucht sich nur die Lieder anzuhören. Das sind alle meine Gedanken, die so bei mir im Kopf hin und her schwirren. Alles andere irgendwie da eine versteckte Botschaft zu machen. Es gibt ein paar Lieder gerade aus der ersten Zeit, die recht zweideutig sind. Das ist auch extra so gewählt, aber mittlerweile ist das ja doch alles sehr authentisch, also das handelt ja vom normalen Leben und aus dem Grunde können sich die Leute auch darin wiederfinden. Daher ist Englisch auch nicht mein Ding. Ich habe auch nicht in der Schule so gut aufgepasst, dass ich wirklich sagen kann, ich könnte jetzt einen guten englischen Text schreiben, weil wenn, dann soll er auch richtig sein und nicht peinlich oder so ein Deutsch-Englisch, was man sich schon selber zusammenbaut aus der ersten Klasse oder was weiß ich, wo man dann mal Englisch gehabt hat. Also wenn, dann müsste es auch richtig sein. Und das kann ich einfach nicht. Also ich habe es nicht, wie gesagt, ich habe Englisch in der Schule auch immer so nie so gern gemocht. Die ersten Songs auf dem Album Phosphor waren ja in Englisch, aber da war auch der Grant Stevens dabei, der Australier ist, dessen Muttersprache das eben war, daher war das gut. Aber ich als Deutscher englische Lieder schreiben, Gottes Willen, also das ist extrem schwer und das liegt mir auch nicht so. Nee. Also im Grunde genommen war ja eigentlich nur der erste Teil der Tour auch geplant. Jetzt war die komplett ausverkauft und aus dem Grunde haben wir gesagt, okay, dann machen wir nochmal im Herbst was. Aber ist auch nur eine kleine Tour. Also ist jetzt nicht so groß wie zum Beispiel bei der Puppenspielertour, da waren es 10 bis 14 Auftritte. Jetzt sind es glaube ich nur 5 oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber und dazwischenzeitlich sind halt die ganzen Festivals und ist noch eine EP veröffentlicht worden. Aber das ist auch schon, das reicht auch dann, denke ich. Und ich bin allerdings jetzt auch schon beim nächsten Album wieder. Und das, was jetzt langsam so anfängt zu wachsen, wo ich halt dann nächstes Jahr dran anfange zu schreiben.
Also ich weiß schon, wie es heißt. Ich weiß schon, wovon es handelt. Ich habe erste Ideen, auch vom Dauer, vom Text. Ich habe auch schon erste Ideen, wie die Lieder so werden. Das ist gut, also das ist immer gut. Das ist eigentlich so der normale Weg. Wenn so ein Album fertig ist, nach einer Tour, muss ich eigentlich immer die Idee schon haben fürs nächste Album, was dann erst 2010 jetzt rauskommt. Aber das brauche ich auch. Ich brauche diese gewisse Zeit jetzt noch bis Ende des Jahres, wo sich das so setzt im Kopf. Und dann kann ich dann entscheiden Anfang des Jahres, dass ich einfach jetzt loslege. Also ich meine, ist ja nicht so, dass du jedes Wochenende Festival hast. Also jetzt war die Tour, die war im März, jetzt haben wir August. Ja, und dann noch ein paar Festivals. Also ich meine, andere Leute gehen auch von morgens bis abends arbeiten die ganze Woche. Warum soll das bei mir nicht anders sein? Dann denke ich mir dann, ich bin jetzt zwar Musiker oder so, aber das heißt ja noch nicht, dass ich mich jetzt irgendwie ein Jahr lang hinlege. Also mir macht das ja auch Spaß. Ich brauche das auch, weil wenn da was drin ist bei mir im Kopf, muss das raus. Und eine Pause, warum soll ich eine Pause machen? Also ich habe irgendwie einmal im Monat ein Festival und dann, ja, und dann hast du drei Wochen gar nichts. Also ich habe doch genug Zeit. Also daher, ich bin ja auch mein eigener Chef und kann mir ja selber entscheiden, wann ich eben noch Musik mache. Daher kann man das so selber planen. Aber das geht, also jetzt ein Jahr pausieren wäre für mich der Horror. Mache ich ja, aber da schreibe ich ein Lied. Aber also quasi Lieder und Album. Aber jetzt da irgendwie ein Jahr lang gar nichts tun, ja, also ist ja langweilig.